Hallöchen zusammen in der Anfängerliga, diesmal beim Cup Dr. Wrenkels Pechen. Erstes Rennen, Tokyo Expressway, mittlerer Außenring, 3 Runden soll das Ganze gehen. Ich habe mir dafür extra gekauft den RE Anemia FD3 SRX7. Habe noch nie vorher von dem gehört. Hier nochmal kurz die Bedingungen. Und also lediglich diese 4 Autos sind hier erlaubt. Die sehen alle super. Also insbesondere der sieht geil aus und der eigentlich auch, finde ich. Und hier die Raubtrivalenfahrzeuge. Okay. Dann drücken wir mal auf Start. So, ein bisschen einrichten müssen wir die Karre natürlich noch. Die ist fabrikneu. Ring, ring. Genau, gib mal Gas hier. So, genau, einrichten wollten wir das Ganze noch. Eigentlich so die Standardeinstellungen. Denke mal, hochsetzen muss ich den nicht. Ja, wir nehmen lieber die Weichen. Sieht zumindest auch schon mal so weit gut aus, wie ein Rennwagen halt. So. Dich ein bisschen höher, dich ein bisschen tiefer. Und dann kommen wir auch schon zum Getriebe. Gehen noch ein bisschen mehr. Bin echt mal gespannt, wie der sich dann fährt. Ich denke, so sollte das passen. Und wir werden das jetzt im Rennen sehen. In hellblau war beim Kauf auch die einzige Farbe, die ich auswählen konnte. Ich kann die natürlich bei Bedarf oder sozusagen, wenn ich Lust habe, auch nochmal umlackieren. Also die letzten Rennen bin ich ja mit dem Samba-Bus gefahren. Okay. Das ist hier ein ganz anderes Fahrfeeling. Also im Vergleich dazu bin ich hier tatsächlich im Geschwindigkeitsrausch. Ich glaube, den Fehler bei Bonus kriege ich hier nicht. So schnell konnte ich jetzt nicht runterbremsen, mein Freund. Du hast aber eine geile Farbe. Naja. Ich war schon ein bisschen scheiße, ne?
Uhu. Ich bin schon in der zweiten Runde. Aber ich muss sagen, das macht mit der Karre schon spannend. Wird in der Zone. Ja, definitiv Spaß gemacht. Ja, 10.000 Credits, 420 Meilen und 300 Erfahrungspunkte. Ja, also wenn ich mir jetzt hole, wie teuer die Karre war, ich glaube um die 100.000, finde ich das ein bisschen wenig an sich. So, und dann gehen wir mal in die Wiederholung. Viel Spaß beim Schauen.
Ja, das war's mit den Überholungen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Rennen. Ich bedanke mich fürs Schauen und wir sehen uns dann beim nächsten. Bis dahin, bye bye.